Heute, was geht ab, Leute? Hunger mit ein paar Neuigkeiten zu früher Stunde. Und zwar kommt ein neues Update. Und die Leute haben sich das natürlich wie immer schon mal genauer angeschaut. Es ist jetzt nicht so wie ein reguläres Update, wo ein paar Sachen gefixt werden, irgendwelche Bugs oder so. Sondern das ist mal wieder so ein großes Update, wo echt ein paar krasse Sachen kommen werden. Und da haben wir, seht ihr eh direkt fett den Titel oder so. Weil das ist schon ziemlich krass. Erstens Lucky Pokémon. Zweitens eine neue Berge. Drittens Celebi, okay, was jetzt nicht allzu neu ist, aber jetzt wurden die ganzen Sachen hinzugefügt. Und dann noch was mit dem Freundessystem, dass das jetzt sortiert werden kann, was auch ein großes, sehr, sehr großes Problem war. Aber fangen wir erstmal an. Das erste ist Lucky Pokémon. Und hier steht es, neuer Typ von Spezial-Pokémon. Die und das, das weiß man noch nicht ganz genau. Es wird Verschiedenes gemunkelt. Entweder kein Sternstopp benötigen, kein Sternstopp zum Hochleveln, zum Pushen oder reduzierten. Und da denkt man ungefähr 50% reduziert. Weil es gibt ein Bild hier. Genau hier. Und zwar steht einfach 0. Seht ihr das? Ich hoffe, man kann es erkennen, aber ich denke schon. Und da steht bei Sternstopp einfach 0. Die Frage ist jetzt, wie bekommt man diese Lucky Pokémon? Und auch da gibt es eine Theorie. Natürlich weiß man das noch nicht ganz sicher. Aber alle Zeichen deuten darauf hinaus, dass es durch, Moment, hier, durch Tauschen kann man die anscheinend bekommen. Oder wird man die anscheinend bekommen. Aber wie gesagt, man weiß das noch nicht ganz genau. Und das ist ein interessanter Punkt, weil momentan das Tauschsystem nicht allzu sehr verwendet wird. Man tauscht es halt, um ein, zwei neue Dex-Einträge zu bekommen. Die regionalen, Inkognito, neue Buchstaben. Manche tauschen neue Shinies oder irgendwelche Legendären, die sie noch nicht hatten. Aber und dann natürlich für die Kilometer, für die Medaille und so. Aber an sich wird das Tauschsystem kaum verwendet. Zum Beispiel so reguläre Pokémon. Oder keiner tauscht irgendwie jetzt so ein Dragoran oder ein Despotar oder sowas. Weil das mit den IV halt... Ich würde nicht sagen, dass das mit den IV schlecht gemacht ist, weil eigentlich ist es gut gemacht. Dadurch können die Leute mit ihren ganzen Multi-Accounts nicht alle ihre 100er tauschen und so. Also eigentlich ist es schon gut gemacht. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch nicht gut gemacht, weil keiner tauschen will, weil die IVs halt sehr, sehr oft einfach schlechter werden. Und wenn man jetzt das hinzufügt und durch Tauschen dann Lucky Pokémon entstehen können, gibt es halt einen Grund, einen Anreiz wieder zu tauschen. Dementsprechend eine gute Idee, aber mal schauen, was daraus wird. Aber allgemein unten in die Kommentare, wie sieht es bei euch so aus mit Tauschen? Denkt ihr, das könnte das in Schwung bringen, dass Leute einfach mehr tauschen, allgemein mehr tauschen? Und jetzt nicht nur diese speziellen Sachen, die ich gerade genannt habe. Sagen wir mal, keine Ahnung, Metagross. Wenn man das jetzt tauscht, dann wird es wahrscheinlich schlechter. Aber wenn es jetzt Lucky werden kann und sagen wir mal, kein Sternstopp kostet, um das dann auf Max zu pushen, würde sich das dann lohnen? Schlechtere IV, aber dafür umsonst, also umsonst, man braucht immer noch Bonbons, aber umsonst dann auf Level 40. Das ist echt eine interessante Frage. Weil ihr wisst ja, ich habe vor jedem mit dem bestmöglichen IV auf Level 40 hoch zu pushen, auf Max zu pushen. Was an sich eigentlich ziemlich schwer und fast unmöglich ist, weil Sternstaub kostet so viel, also pushen kostet so viel und Sternstaub ist so selten und schwer zu bekommen. Dementsprechend wäre das echt eine gute Möglichkeit, um mein Ziel zu erreichen. Aber will ich dafür die schlechten IV in Kauf nehmen? Weil durch Tauschen wird es einfach, seien wir ehrlich, in 99% der Fälle einfach schlechter. Aber so sieht es dann aus. Die haben dann noch so einen animierten Hintergrund. Dann der zweite Punkt. Eine neue Berge. Und zwar eine Silber Pineberry. Also Ananas. Ich weiß gerade gar nicht, wie sie auf Deutsch heißt. Ist wahrscheinlich sowas wie die goldene. Einfach eine Verbesserung von der Himi-Berge. Und bin gespannt. Also Doppelbonbon ist ja schon krass. Vor allem während des Doppelbonbons-Event verdoppelt es ja nochmal. Also die normale Ananas. Und dann hat man einfach vierfach Bonbons. Und ich frage mich dann, wie krass die sein wird. Vielleicht mal 3. Und stellt euch vor, dann beim Doppelbonbon-Event einfach mal 6. Oder wenn das mal 4 ist, dann beim Doppelbonbon-Event mal 8. Also das ist echt übertrieben krass. Nimm mal an, auch genau wie die goldene, dann aus Raids und sowas. Und vielleicht aus einem Quest. Gibt es ja auch Quests, wo man goldene Chemiebären bekommt. Und dann wurde alles vorbereitet für Celebi. Animationen und die ganzen Sachen und ja. Also Celebi ist bereit. Mal schauen, wann er kommen wird. Ich denke jetzt nicht mehr allzu lang. Und dann zu guter Schluss noch ein paar Bugfixes.
Ein paar Bugs werden verbessert, das Spiel wird verbessert. Und zwar kann man jetzt die Freunde irgendwie sortieren nach Nickname, okay? Aber ich habe gehört, man kann immer noch nicht runterscrollen. Was schade ist. Man kann nach getauschten Pokémon suchen. Und jetzt kommt der Knaller. Geschenke können Sternstopp enthalten. Also das klingt auf jeden Fall sehr, sehr saftig. Wahrscheinlich so 100 oder 200 Stopp. Also freut euch nicht zu sehr über den Stopp. Also ich nehme mal nicht an, dass da 500 vielleicht auch noch. Ja, obwohl 500 wahrscheinlich auch schon zu viel ist. Aber nicht so 1000 oder 5000 oder sowas. Und dann gibt es noch neue Quests bezüglich hier einen Freund hinzufügen oder ein Pokémon tauschen. Was zwei coole Quests sind. Auf jeden Fall. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Paar echt klasse Neuigkeiten im nächsten Update. Ich bin gespannt. Aber das war's von mir. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Neuer Shop, neue Preise. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.